Ja, Goldberg hat sich ja letztes Jahr wacker geschlagen. Unser Ziel war ja eigentlich auch Nürnberger Burgpokal in Frankfurt. Und wir haben es nicht ganz geschafft, aber er ging sehr, sehr schön, war eigentlich alle Prüfungen ganz vorne platziert, hat in Pferden mit 75% die Einlaufprüfung gewonnen und war etliche Male Zweiter und Dritter. Also er hat eine sehr, sehr schöne, sehr gute Saison. Und ich muss sagen, jetzt im Winter, nachdem er dann so ein bisschen Pause hatte, ist er wirklich zu einem meiner Lieblinge avanciert, weil er sich wirklich ganz, ganz toll anstellt und ganz viel Talent für die Piaffe Passage hat und wirklich jetzt in kürzester Zeit ganz tolle Piaffe bekommen hat. Und wir sind da ja so nach Weihnachten mit angefangen. Und auch die Passage, das hatte ich mir schon gedacht, so wie der trabt, dass das kein Problem werden würde. Aber ich hätte nie gedacht, dass der uns auch in der ganzen Karriere, wo ich jetzt schon so viele ausbilde, da habe ich eigentlich kaum einen gehabt, der so schnell und so leicht dieses Piaffe Passage gelernt hat. Und da das alles so gut klappt, wir sind ja auch bei den Einern, da sind wir jetzt bei 4, 5, ab und zu auch schon mal 7. Also unser Ziel wird es auf jeden Fall sein, auch im Louis d'Or zu starten. Ja, denn gerade jetzt, wo er diese wirklich überragenden Stärken im Piaffe Passage hat, glaube ich, dass er da ein gutes Wort mitreden kann.